Es ist geschafft. Wir haben 2020 hinter uns gebracht. Es sind keine Länderspiele mehr, Radek. Und was steht jetzt an diesem super Samstag an? Der 8. Bundesligaspieltag. Und dazu gibt's unsere Tipps. Und dass die bisher immer relativ sahnemäßig waren, sagen nicht nur ich oder er, sondern auch die Zahlen. Und von daher, lasst uns angreifen, denn nach solchen Länderspielen weiß ich auch nicht, denke ich immer, Bundesliga ist so ziemlich das Geilste auf der Welt. Woran liegt's? Ja. Weil es vielleicht stimmt, aber zumindest bei einem Spiel wie Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen, da geht einem doch so richtig einer ab. Ja, Bayer Leverkusen vielleicht nicht mehr so. Die haben ja ein fieses Verletzungsproblem aus der Länderspielpause mitgetragen. Trotzdem sind sie hier gegen Arminia Bielefeld glasklar der Favorit. Haben, glaube ich, diese Saison noch nicht einmal verloren, die Leverkusener. Stehen aber in der Tabelle auch nicht so gut da, wie man hätte erwarten können. Vierter nur. Was ist da los bei Leverkusen? Ja. Von daher, sie sind Favorit. Und ich würde hier gleich mal sagen, wir schauen auf die Asian Handicap-Quoten, oder? Ja, wir sehen ja die Quoten der Leverkusen mit 1,55, relativ niedrig, sind sogar ein wenig gefallen, bilde ich mir ein, aber dennoch natürlich auch berechtigt, denn die Bielefelder haben in den letzten Spielen echt nicht wirklich gut gespielt und sind da, wo sie ja viele erwartet haben, vor der Saison jetzt mittlerweile angekommen, in der unteren Tabellenregion, sehr weit unten. Und ein Asian Handicap minus 1 auf Leverkusen mit 1,91 gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut, egal wer bei Leverkusen auf dem Platz steht. Dafür ist die Mannschaft oder der Kader insgesamt in der Breite auch gut aufgestellt. Und ja, sie haben noch kein Spiel verloren gegen Bielefeld. Wäre schon unentschieden eine Überraschung. Und wir setzen nicht auf Überraschungen, sondern auf die Regeln. Und da wäre einfach ein Sieg für Leverkusen mit 2 Toren Vorsprung absolut drin. Und wenn es knapp wird, wird es halt nur ein Tor Vorsprung, dann kriegen wir das Geld zurück bei dieser Wette. 1,91, das biete ich euch an. Ja, das ist die erste Wette am Super Samstag. Warum Super Samstag? Hier ist ein Spiel mehr als sonst, denn am Freitag ist spielfrei. Das nächste Spiel ist quasi ein Klassiker, wo ein Team nicht mehr ganz von den beiden mithalten kann. Werder Bremen bei Bayern München war früher spannender. Jetzt aber auch vielleicht ein kleiner Blick auf die Tabelle, Radek. Das muss man sich immer wieder vor die Augen führen. Bremen gar nicht mal so verkehrt. Mit nur einer Niederlage aus 7 Spielen. Komplett anders wie in der letzten Saison auf einem souveränen 9. Tabellenplatz. Hier ist ein bisschen die Frage, wie fit gehen die Bayern rein? Normalerweise ohne Länderspielpause hätte ich hier safe gesagt, Bayern minus 1,5 Asian Handicap. Jetzt mit der Pause muss man immer überlegen, was ist die eine Mannschaft fitter als die andere? Wir haben Gnabry, Sané, Süle, alle, Neuer, Meier, die sind halt alle bei Deutschland dabei, bei Bremen nicht wirklich einer. Deshalb gehst du auf Überraschung gehen wir sowieso nicht. Nicht gegen den großen FC Bayern tippen, aber denkst du, dass wir ein Feuerwerk des FCB sehen? Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine stimmt dir komplett zu, weil ich mir denke, dass nach den Länderspielen die Bayern natürlich ein bisschen erschöpfter sein werden als die Bremer. Auf der anderen Seite haben ja vielleicht manche in der Zeitung gelesen, kann man nicht vorstellen, dass das jemand angeschaut hat, aber Deutschland hat ja gegen Spanien gespielt und da waren ja ein paar Bayern-Spieler dabei und die haben ja auf breiter Linie verkackt. Und jetzt muss man natürlich sich mal vorstellen, da spielen ja Spieler wie ein Leon Goretzka oder ein Leroy Sané oder ein Serge Gnabry, die ja fast schon einen Stempel Weltklasse sich verdienen wollen. Und dann verlieren die in so einem Drecksspiel haushoch gegen Spanien. Das kann nicht deren Anspruch sein. Und ich denke, entweder die zeigen eine krasse Reaktion und sagen, jetzt lassen wir unsere Wut an den Bremern aus. Oder die sagen, ja, scheiße, wir sind jetzt depressiv. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Also die Quote auf Bayern ist definitiv sehr niedrig und gerade eben, weil die Länderspiele waren, denke ich, dass die Bayern vielleicht auch hier nicht Vollgas geben, auch weil das
Champions League-Spiel unter der Woche wieder ansteht. Und deswegen hier ein Spiel gegen Bremen zwischendrin. Darauf hat, wenn dann nur, Werder Bremen Bock, oder? Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, was man hier macht. Ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen. Ich kann mir hier vorstellen, okay, wenn ich jetzt hier die Quoten sehe, minus 1,5 gibt eine 1,3, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Also minus 2,5 auf Bayern zu setzen ist Quatsch, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es nach der ersten Halbzeit 3-0 steht, aber nach Länderspielpause mit Champions League in der nächsten Woche, das ist einfach unsinnig. Nicht ganz so unsinnig ist es vielleicht bei Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg zu tippen. Gladbach, finde ich auch, spielt wirklich eine hervorragende Saison, nicht so gut gestartet. Da habe ich sie so ein bisschen schon auf dem absteigenden Ast gesehen. Aber in der Champions League rocken die bisher 12 Gegentore. Daheim treffen sie witzigerweise nicht. Bisher nicht mehr als ein Tor in den Heimspielen geschossen. Und hier gegen Augsburg erwarte ich jetzt persönlich tatsächlich ein torreiches Spiel und würde deshalb gerne auf die Quoten gehen. Augsburg nach gutem Start in den letzten Spielen enttäuschend. Vorletzte Bundesliga-Spiel haben sie immer gegen Mainz gewonnen. Also nur das letzte jetzt gegen Berlin, glaube ich, 3-0 verloren. Aber ja, klar, Gladbach ist hier zu hoher Favorit in meinen Augen, weil die in der Bundesliga doch noch nicht, glaube ich, ein richtig gutes Spiel hatten. Die Champions League ist eine ganz andere Sache. Da spielen sie ja gegen andere Mannschaften, die nicht aus der Bundesliga sind. Und von daher kann man das schwer irgendwie vergleichen, finde ich. Und jetzt gegen die Augsburger finde ich die Quote zu niedrig. Ich bin ja immer eigentlich der Meinung, man muss eigentlich Asian Handicap auf Augsburg setzen, weil die halt chronisch unterschätzt werden. Und auch in diesem Fall sehe ich Gladbach nicht um vieles besser als Augsburg. Ein Asian Handicap plus 1,25, um dir entgegenzukommen, mit dieser 1,78er-Quote auf Augsburg, wäre eine Option. Ich kann mir vorstellen, Gladbach kann das mit Ach und Krach vielleicht gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie deutlich gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Unentschieden wird, dann hätten wir die Wette gewonnen. Ich kann mir vorstellen, dass Augsburg vielleicht sogar gewinnt. Ich kann mir viel Augsburg vorstellen, nur nicht, dass die Quote auf Gladbach gerechtfertigt ist. Können wir noch uns die Tore einmal anschauen? Mhm. Da möchte ich jetzt doch nochmal einen Blick drauf werfen. Augsburg, ja, wie schon gesagt, nur ein Sieg aus den letzten 5 Spielen. Und bei diesen beiden Teams erwarte ich schon mindestens ein 2-1. Mindestens. Deshalb ist über 2,5 Tore eigentlich für mich schon eine Wette, die man anspielen kann, wenn man eine höhere Quote mag, vielleicht über 3. Aber über 2,5 gibt 0,6 plus. Eigentlich ganz geil. Ja, lass uns die über 3 nehmen, weil entweder wir gewinnen, wenn es 4 Tore fallen, oder wir kriegen das Geld zurück bei 3. Also diese 0,6, da finde ich das Risiko dann zu, ja, na gut. Man kann es machen, aber es ist jetzt nicht das Ding, das ich unbedingt haben will. Mehr als man kann Sachen habe ich dich bei so einer Quote noch nie sagen hören. Das ist also Wette Nummer 2. Hast auch ein Gut. Vielleicht sogar bei Schalke gegen Wolfsburg. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht will ich dich von einer Wette auf Schalke weglocken, die du bestimmt schon wieder witterst, weil du auch beim Roulette wahrscheinlich glaubst, wenn 10-mal rot kommt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass schwarz kommt. Und so ist es bei Schalke auch. Die haben jetzt über 20 Mal in Folge nicht gewonnen. Die müssen ja mal wieder gewinnen. Aber warum sollten sie hier gegen Wolfsburg gewinnen? Glaube ich nicht. Es könnte ein Unentschieden sein. Ja, die Quote für einen Sieg auf Wolfsburg ist zu niedrig. Nichtsdestotrotz, die Wölfe haben noch kein Spiel verloren, aber können wir den Wölfen trauen? I doubt it. Da, lieber Radek, würde ich tatsächlich dich kurz bitten, auf Pause zu machen. Der Lieferservice klingelt. Ja, dann beeilen wir uns, damit das Essen nicht kalt wird. Also raus damit. Ja, also ich würde gerne mal 1x anschauen. Ich sag's dir auch deshalb, Wolfsburg unentschieden Könige, Schalke Außenseiter, haben jetzt zumindest 2 oder 3 Spiele schon unentschieden gespielt. Und für mich ist eine Wette, wenn man auf die Roulette-Geschichte geht, plus 0,5 auf den Schalke 04-Club.
Ja, kann man machen. Die Quote ist mit 1,89 sehr niedrig und auf Schalke zu setzen, das machen wirklich nur höchstgradig Spielsüchtige. Deswegen würde ich davon abraten. Und gerade mit dieser Argumentation, die müssen irgendwann mal gewinnen, muss man höllisch aufpassen. Aber ja, klar, es könnte natürlich sein, aber das ist schon sehr spekulativ. Alles andere als ein Wolfsburg-Sieg hier wäre fahrlässig, aber ich traue den Wölfen nicht, deswegen no bet besser als auf Schalke. Aber gut, kann alles passieren nach dieser Länderspielpause. Das ist ja das Schöne daran, dass wir es erst immer danach wissen. Wenn wir schon vorher wüssten, dann gäbe es uns wahrscheinlich nicht, weil jeder könnte dann im Nachhinein sagen, wie es ausgeht. Und naja, Hoffenheim... Ich verstehe nicht ganz, was das mit unserer Existenz zu tun haben soll. Naja, ich meine den Kanal. Aha. Ja. Ach so. Ja, ja. Danke für die Klarstellung. Hm. Hoffenheim-Stuttgart. Das sind ja, ist ja Derby, ne? Ja, was für eins, aber hallo, mit der Zunge schmalzen. Möchte man meinen, dass Hoffenheim Haustor Favorit ist? Hm. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum haben beide eine ausgeglichene Quote? Und schau doch mal auf den Otspedia News, da wird es hoffentlich auch verankert sein. Hauptproblem für Hoffenheim ist einfach, dass da sehr, sehr viele Spieler verletzt sind. Ich glaube, da fallen mehrere Spieler aus, als es insgesamt sogar im Stammkader sind. Also sei es Verletzungen, Corona, was auch immer. Deshalb würde ich hier tatsächlich einfach zum nächsten Spiel gehen. Außer du sagst, Stuttgart ist so krass, da könnte man auf den Außenseiter wegen dieser verletzten Geschichte gehen. Ja, nicht deswegen alleine, aber Stuttgart war halt auch nicht schlecht in den bisherigen Spielen. Nur eine Niederlage am ersten Spieltag, seitdem 6 Spiele nicht verloren. Auf der anderen Seite Hoffenheim, nur 2 Siege, einer davon gegen Bayern. Wie sie das bewerkstelligen konnten, das weiß auch keiner. Und ja, wenn Kramaric dabei ist, ist Hoffenheim eine ganz okay Mannschaft. Wenn er nicht dabei ist, dann sieht es für Hoffenheim schlecht aus. Und das wird der entscheidende Punkt sein. Ist Kramaric dabei, dann ja, würde ich fast eher zu Hoffenheim tendieren. Aber ist er es nicht, dann X2 Stuttgart. Das werden wir aber noch abwarten, beziehungsweise wie die genauen Hoffenheimer Aufstellungen aussehen. Kurz vor Spielbeginn würde ich dann eine Wette abschließen. Jetzt würde ich tendenziell mich einfach enthalten, weil ja, das ist man schon... Man könnte spekulieren, dass vielleicht viele Tore fallen, weil so viele Leute bei Hoffenheim ausfallen. Spekulanten könnten auf Stuttgart über 1,5 Tore gehen oder so ein Spaß, aber solche Wetten sind eher mit Vorsicht zu genießen und vielleicht kurz vor Spielbeginn zu machen, aber jetzt nicht 2 Tage vor dem eigentlichen Spielbeginn. Deshalb schauen wir zu Frankfurt gegen Leipzig. Da, ganz interessant, wenn wir auf die Tabelle schauen, Radek, dass Leipzig die wenigsten Gegentore in der Liga kassiert hat. Letzten Spieltag war es noch Dortmund, denkt man auch nicht. Jetzt ist es Leipzig, denkt man noch weniger. Aber reicht das für einen Sieg in Frankfurt? Genau, ja, das reicht. Ziemlich sicher, denn die Frankfurter sind ja nur Tabellenelfter, haben zwar auch erst einmal verloren, aber bei den anderen Spielen auch weiß Gott nicht überzeugt. Und ich habe ein bisschen ein Problem mit den Frankfurtern, weil die irgendwie in meinem Inneren immer so ein bisschen, ich die selber ein bisschen stark rede. Aber sind wir uns ehrlich, die sind richtig schwach bisher gewesen. Die können keine Mannschaften wie Stuttgart oder Bielefeld besiegen und tun sich echt schwer, haben einen höchst unattraktiven Sturm mit Bas Dost und André Silva. Okay, der trifft ab und zu, aber oft drückt er den Ball halt aus einem Zentimeter über die Linie. Also ich weiß nicht, also die Frankfurter, die sind nicht mehr das, was sie letzte Saison waren. Und ich denke, Leipzig wird die besiegen. Und wenn nicht, dann sorry Frankfurt, sorry. Aber die 1,95er-Quote auf Leipzig, die finde ich gut genug. Sehr gut sogar. Ja, mach mal. Du warst so gnädig bei Gladbach-Augsburg. Ich widerspreche dir jetzt nicht bei dem Leipziger Sieg. Und dann geht's weiter nach Berlin. Dort spielt der BVB. Berlin eigentlich so wie immer Achterbahnfahrt im Mittelfeld, mal kurzzeitig nach oben, nach unten und blablablablub. Dortmund 2 Niederlagen, sonst nur Siege, die können nur hopp oder top, 15 zu 5 Tore.
relativ imposant. Berlin als graue Maus, 13 Tore bereits geschossen, auch 13 kassiert. Da denkt man vor allem an das Spiel gegen Bayern München. Und ja, was willst du dazu sagen? Auch hier lohnt sich ein Blick als allererstes auf die Quoten. Und dann ist die große Frage, also Berlin sehe ich gar keine Wette, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Radek. Auf Dortmund, ja oder nein? Was denkst du? Alles, was du gesagt hast. Und weil eben die Dortmunder bisher noch kein Spiel verloren haben, außer gegen Bayern, wo man natürlich verlieren darf, und gegen Augsburg, was halt, ja, weiß keiner, wie es passiert ist. Und deswegen... Ist ja auch Bayern. Ja, genau. Nur gegen bayerische Mannschaften hat Dortmund einfach keine Chance. Das ist halt so. Und deswegen gegen Hertha müsste man meinen, eigentlich würde ich sagen, ja... Dortmund gewinnt das und da ist auch die 1,73er-Quote gut genug. Aber ich habe schon gesagt, Länderspiele, man weiß nicht, was die Dortmunder Länder- oder Nationalspieler so an minimalen Blessuren, vielleicht auch an Viren mitbringen von den Länderspielen. Und dann muss der Favre wieder ja, was aus dem Hut zaubern. Außerdem sind sie erschöpfter vielleicht, haben dann... auch nicht so viel zusammen trainiert wie die Hertha möglicherweise. Und alles in allem ist das eine Falle wahrscheinlich auf Dortmund, weil du auch gesagt hast, sie haben noch nie unentschieden gespielt und es sind schon 7 Spieltage vorbei. Irgendwann müssen die doch auch mal unentschieden spielen. Und von daher... Das ist aber ein Flutlichtspiel. Das könnte die Spieler... richtig geil anfixen, hat auch den Vorteil, muss man ganz klar sagen, dass die Ergebnisse vom Nachmittag schon kennen und das könnte das spielerisch besser aufgestellte Team zusätzlich motivieren. Also ich finde einen Sieg Dortmund insofern schon vertretbar, weil Berlin wirklich nicht gut ist. Ja. Also nicht Top-Niveau hat. Ja, theoretisch muss man es machen, aber nach dieser Länderspielpause traue ich mich einfach noch nicht. Okay. Also da will ich erst noch die Dortmund auch in der Champions League sehen, dann vielleicht das nächste Wochenende nochmal, bevor ich jetzt hier so aus dem Blauen heraus gegen Hertha tippe. Finde ich gut, dass du nochmal so richtig in die Analyse gehst und wir gehen damit weiter nach Freiburg. Du hast jetzt Analyse so betont. weil ich halt relativ jung bin. Freiburg-Mainz, da spielen zwei Teams gegeneinander, die in der Region, in der Tabelle normalerweise relativ nah beieinander sein sollten. Ist seit längerem schon nicht mehr der Fall, denn letztes Jahr hat Freiburg wirklich stark performt. Dieses Jahr sind sie zwar auf Parkplatz 14, aber es geht gegen Mainz. Die haben den ersten Punkt gegen Schalke 04 im letzten Spieltag geholt, 20 Gegentore bereits bekommen und muss aber trotzdem sagen, bei einigen Spielen besser gewesen, als es der derzeitige Punktestand sagt. Freiburg ist dafür bekannt, dass sie gerade gegen diese Teams auch daheim punkten und damit eigentlich immer vorzeitig den Klassenerhalt eintüten. Ich gehe ja schon seit ein paar Spieltagen immer so ein bisschen Tendenz Mainz. Wir hätten schon einige Einheiten verloren, hättest du mich nicht immer gebremst. Und hier ist jetzt für mich auch die Frage, siehst du hier vielleicht ein X? 2, also Mainz plus 0,5 oder fühlst du das Spiel nicht so richtig? Na doch, gerade weil du ja gesagt hast, die Freiburger sind eigentlich besser, aber sind die so viel besser, wie diese Quote sagt? Das glaube ich nicht. Ich denke eher, das ist wirklich so ein enges Spiel, weil die Freiburger hatten bei ihren Siegen, wo sie die Punkte geholt haben, halt ein bisschen mehr Glück. Mainz hatte de facto null Glück bisher gehabt und hat in der Tat gar nicht so schlecht gespielt. Der Sturm der Mainzer ist okay. Also fast schon besser als der Freiburger. Also rein von der Qualität, die Zahlen sagen was anderes. Wobei auch mit 7 Toren, 8 Tore, da nehmen die sich nicht viel. Und auch in der Defensive 20 Gegentore, 16 Gegentore. Ja, da hast du halt ein, zwei Spiele dabei, wo du halt auf die Mütze gekriegt hast. Aber im Endeffekt, wie gesagt, sehe ich die wirklich auch nicht groß auseinander, was den Tabellenstand angeht und die Qualität, deswegen hier schon die Tendenz zu Mainz. Wenn du mich fragst, ja klar, es ist ein 1-1 oder ein Unentschieden, aber ein Asian Handicap auf die Mainzer wäre doch was, wo ich wirklich fast ein gutes Gefühl hätte bei 1,81, allerdings so ein bisschen niedrig, was? Aber du sagst 2 Daumen nach oben.
Und mehr geht fast nicht. Mehr Daumen hat er nicht. Das wird schwierig. Hier, da bin ich jetzt auf deine Einschätzung gespannt. Köln gegen Union Berlin. Wenn du rein nach Form gehen würdest, wenn du rein nach den Spielen, also den letzten 7 Spielen gehen würdest, dann müsste man doch eigentlich denken, dass Max Kruse und Union Berlin weiter auf ihrem Höhenflug sind. Aber irgendwann wird doch eins dieser beiden Teams, ich rede von Schalke und Köln, ihren Nicht-Sieg-Fluch beenden. Und wenn das Köln nicht gegen Union Berlin schafft, wann dann? Oder hat Union den Eisernen auch die Pause gut getan und sie machen genau da weiter? Auch hier spricht sehr viel für ein Unentschieden, Radek. Oder man schaut sich die plus 0,25-Quoten auf beide Teams mal an. Dann kann man nämlich 2 Ereignisse abdecken. Das in beide Richtungen kann ich mir vorstellen. Und jetzt du. Du. Da ist er wieder. Also ausgeglichene Quoten, das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht eines eisernen Fans, beziehungsweise ein Geschenk der Buchmacher auf dem Silbertablett für alle eisernen Fans, das betone ich, denn wie du schon gesagt hast, bin ich auch eher der Fan, gegen den Trend zu tippen und vor allem, man nennt es hier Annäherung zur Mitte, dass so keine Mannschaft ewig irgendwie einen Trend verfolgt, sondern irgendwann wieder mal abstürzt. Und das könnte bei beiden Teams, könnten sich jetzt die Wege kreuzen. Berlin runter, Köln wieder ein bisschen nach oben. Und das sehe ich in der Tat als Gefahr. Natürlich, man muss kein Genie sein, um zu sagen, wow, Berlin ist Fünfter in der Tabelle. Die haben eigentlich auch echt cool gespielt, haben einen supergeilen Max Kruse, der auch noch gut Fußball spielen kann. Und dann haben sie hier dieser Kruse ist halt einfach ein Wahnsinnskerl, gell? Und dann haben sie jetzt hier einfach Tabellenplatz 5 sogar, und das ist einfach eine krasse Overperformance-Fragezeichen. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn man dran glaubt, dass es eine Overperformance ist, dann muss man auf Agent Handicap plus 0,5 auf Köln setzen. Wenn man ein Trendtipper ist, dann kann man sich natürlich auch das Agent Handicap 0 auf Union Berlin rauspicken. Aber Frechheit finde ich halt, dass Asian Handicap 0 auf Köln nur eine 1,5er-Quote gibt, denn... Ja, das stimmt auch nicht. Warum? Weil Asian Handicap auf 0 auf Köln... Asian Handicap 0 auf Köln eine 2,0 gibt. Naja, plus 0,5 meine ich, ja. Genau. Deshalb, meine Tendenz bei dem Spiel ist ja wirklich... Also, Eiserne tippen plus 0,25 auf Berlin, dann würden sie beim Unentschieden die Hälfte gewinnen, beim... Berlin-Sieg halt die 1, irgendwas, und Leute, die sagen, sie tippen gegen den Trend oder sie mögen den FC Köln, die gehen halt Asian Handicap 0,25 auf Köln. Das sind einfach so 2 Ideen zu dem Spiel. Alles andere würde ich tatsächlich nicht machen, aber ich denke, wir können uns hier nicht einigen, was wir machen, oder? Nee, also wenn, dann würde ich dieses Spiel als unentschieden ins Auge fassen. Eine 2-4-X-Systemwette, die uns ja die letzten beiden Spieltage zum Schotter geführt hat, oder? Täusche ich mich? Können wir auch machen. Nein, würde ich dieses Mal nicht machen, wollte ich gerade sagen. Aber ich sehe in der Tat bei Köln Union sowohl als auch bei Freiburg Mainz, bei beiden Sonntagsspielen sehe ich unentschieden. Bei den anderen Samstagsspielen nicht unbedingt. Also da, nee, das stimmt. Könnte schon auch in beide Richtungen immer gehen, aber... Was hältst du davon, dass wir noch die klassischen 0,3 Einheiten auf X bei Köln gegen Union gehen, oder lassen wir komplett die Hände vom... Nein, das würde ich gerne tun, ja. Okay. Bei einer 3-5er-Quote. Alright, dann haben wir heute, Radek, tatsächlich 5 Tipps. Tipp Nummer 32 bis 36 in unserer derzeitigen neuen Bundesliga-Saison. Und das erste Spiel ist gleich ein Leverkusen-Sieg. Asian Handicap minus 1 für eine Quote von 1,9. Du hast ja alles aufgeschrieben, dann darfst du gleich weiterreden. Aber ich möchte dich dabei auch im Bildschirm sehen. Das zweite Spiel, der zweite Tipp, Gladbach gegen Augsburg. Über 2,5 Tore für die Quote von 1,6. Der dritte Tipp, ein Radek-Klassik. Denn da sind seine beiden Teams eigentlich dabei. Freiburg gegen Leipzig, was sagst du? Nichts. Was? Ist Frankfurt gegen Leipzig, meinst du? Ja, Entschuldigung. Warum sind das meine beiden Teams?
Ja, weil du ganz gerne die beiden Teams tippst. Und hier gehst du auf Leipzig 2 für die Quote von 1,95 und ich gehe mit. Deshalb ist es unser Tipp Nummer 3. Mhm. Nummer 4. Mainz Asian Handicap plus 0,5, also x2 auf Mainz für die 1,81. Und der letzte Tipp, Radek, ist eine x-Unentschieden-Wette. Bei Köln gegen Union Berlin. Aber sehr gut, der Buchhalter hat's drauf. Und ja, sagt mir, was ihr davon haltet. Schreibt eure Tipps in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch bitte nach. Wir sind schon über 4000 hier, die diesen Kanal abonniert haben. Und es werden täglich mehr. Das ist doch cool. Und ja. Und ich freue mich damit tierisch. Habt ihr vielleicht jetzt auch schon wieder geschafft, über 25 Minuten uns zuzuhören. Und dadurch habt ihr verdient ein schönes Wochenende.